Servus Leute, heute zeige ich euch, wie ihr G-Sync bei eurem Monitor aktivieren könnt, wie ihr testen könnt, ob G-Sync auch wirklich funktioniert und welche Einstellungen ihr dann noch in-game setzen solltet, um Tearing und andere Bildfehler auch wirklich zu vermeiden. Wenn ihr euch gerade einen neuen G-Sync-fähigen Monitor gekauft habt, dann müsst ihr erstmal sicherstellen, dass G-Sync bei dem Monitor auch wirklich aktiviert wurde. Dafür steckt ihr das Ding erstmal an den Strom an und geht in die Einstellungen des Bildschirms, bei mir unter dem Punkt Gaming, und dort sucht ihr nach der entsprechenden Option und aktiviert die auch. Bei mir nennt sich das FreeSync, weil ich habe einen G-Sync-fähigen FreeSync-Monitor. Was das bedeutet und was die Unterschiede zwischen G-Sync, V-Sync und FreeSync sind, habe ich euch in einer anderen Folge der FPS Academy schon mal erklärt. Klickt euch da gerne rein, wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt. Und wenn ihr euch allgemein für Themen rund um Shooter interessiert, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr bei mir am Kanal euch ein bisschen umseht und eventuell sogar ein Abo da lässt. Habt ihr G-Sync nun am Monitor aktiviert, steckt ihr ihn an eure Nvidia Grafikkarte hinten am PC an. Wichtig ist aber, ihr müsst dafür ein DisplayPort oder ein HDMI 2.1 Kabel verwenden. Mit einem normalen, gewöhnlichen HDMI Kabel könnt ihr G-Sync nicht verwenden, da ist die Variable Bildwiederholrate nämlich nicht kompatibel. In weiterer Folge sollte dann eigentlich euer System den Monitor automatisch erkennen und gleichzeitig auch G-Sync aktivieren und einrichten, und normalerweise funktioniert das auch recht gut. Es kann allerdings sein, dass es da zu Problemen kommt, und dann wechselt ihr kurz auf den Desktop und geht hier mit einem Rechtsklick einfach irgendwo ins Nirgendwo in die Nvidia Systemsteuerungen. Das dauert dann ein paar Sekunden, bis sich das auch wirklich geöffnet hat, und dann seht ihr hier links unter dem Punkt Anzeige, der vorletzte Punkt ist G-Sync einrichten. Da klickt ihr drauf, und wenn alles funktioniert hat und wenn G-Sync theoretisch schon aktiviert ist, dann seht ihr hier im ersten Punkt den Haken bei G-Sync bzw. G-Sync Kompatibilität aktivieren. Hier würde ich euch übrigens empfehlen, den Fenster- und Vollbildmodus zu aktivieren. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn ihr Spiele auch oft im Fenstermodus spielt und nicht immer nur im Vollbildmodus. Das ist, macht man deshalb, damit man leichter hin und her tabben kann, wenn man öfter mal raus will, zum Beispiel aus dem Game und rein in Discord, oder wenn man in den Browser will und schnell irgendwas nachschauen möchte. Das kann man auch hier eben aktivieren. Wenn ihr mehrere Bildschirme habt, dann könnt ihr hier einstellen, auf welchem das aktiviert werden soll, und auch hier unter Einstellungen für das ausgewählte Anzeigemodell eben aktivieren. Auch hier den Haken reinsetzen. Sollte das nicht funktionieren oder es gibt Probleme bei der Einrichtung von G-Sync und ihr seht hier keinen Haken, dann könnt ihr auch hier oben in den 3D-Einstellungen unter 3D-Einstellungen verwalten klicken. Dann scrollt ihr etwas nach unten und dann sucht ihr den Punkt Monitor-Technologie, und hier könnt ihr auch auswählen G-Sync-Kompatibilität. Hier würdet ihr das G-Sync quasi auch noch aktivieren können. Wenn hier der Punkt feste Aktualisierungsrate aktiviert ist, dann macht ihr den weg. Ihr wollt ja nicht, dass die Bildwiederholrate fest ist, sondern dass sich die Bildwiederholrate des Monitors immer an die FPS-Zahl der Grafikkarte anpasst, quasi variabel ist. Um dann auch wirklich herauszufinden, ob G-Sync bei eurem Monitor jetzt funktioniert oder nicht, ich hatte da am Anfang auch ein bisschen Skepsis, dann geht ihr auf die Website von Nvidia. Dort findet ihr einige GeForce Tech Demos und ihr ladet euch am besten die G-Sync Pendulum Demo herunter. Link dafür ist natürlich in der Videobeschreibung, wo auch sonst. Hier geht ihr auf Download, sind knackige 41,4 MB, installiert das Programm und startet direkt rein. Wenn ihr das Programm installiert habt, kriegt ihr da zwei Ordner. Das eine ist das Configuration-File und das andere ist das normale Anwendungs-File. Ihr könnt prinzipiell im Configuration-File die Auflösung einstellen, mit welcher das Programm starten soll, oder ihr startet es einfach direkt. Dann sollte sich dieses Bild hier öffnen, diese eben Pendulum-Demo, und hier links oben im Eck sollte auch schon dieser Punkt bei G-Sync aktiviert sein. Wenn er das ist, dann ist alles klar und es funktioniert und es ist korrekt eingerichtet. Ihr könnt aber auch hier direkt mal ausprobieren und anschauen, was denn eigentlich die Unterschiede sind zu früher. Steinzeit, als ihr noch keinen G-Sync-Monitor hattet. Klickt hier auf No V-Sync und ihr solltet, ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme jetzt gut erkennen kann, eventuell ruckelt es wie Sau, ich weiß es leider nicht, weil ich habe es parallel im Hintergrund rennen. Bei mir läuft es, wenn ich hier auf G-Sync drauf drücke, schön butterweich und super flüssig. Klicke ich auf No V-Sync, dann ist das Bild etwas abgehackter, ein bisschen ruckeliger. Das Ganze wird nochmal wesentlich deutlicher, wenn ich hier ganz links unten auf Show Test Pattern klicke, dann läuft hier so ein Balken kontinuierlich von links nach rechts über den Bildschirm, und mit aktiviertem G-Sync ist der
butterweich. Klicke ich hier auf No V-Sync, dann fängt der plötzlich an zu ruckeln. Ihr könnt hier auch noch ein bisschen simulieren, wie groß die Unterschiede bei verschiedenen FPS-Werten sind. Im Endeffekt geht es aber nur darum herauszufinden, ob G-Sync jetzt auch wirklich funktioniert bei eurem Monitor oder nicht, und damit könnt ihr das machen. Habt ihr dann alles endlich erfolgreich eingerichtet, gibt es eigentlich nur noch eine wichtige Sache zu wissen, und zwar funktioniert G-Sync nur in einem bestimmten FPS-Bereich. Das heißt, liegt in-game der FPS-Wert zum Beispiel bei 200 oder allgemein über eurer Bildwiederholrate vom Monitor, dann funktioniert G-Sync nicht mehr. Deswegen geht in den Games, die ihr zockt, immer in die Einstellungen und sucht nach einer Möglichkeit, die FPS-Zahl zu begrenzen. Das gibt es eigentlich in so gut wie allen Spielen, und dort tragt ihr genau den Wert eurer Bildwiederholrate ein. Sprich, habt ihr einen 144 Hertz Monitor, solltet ihr die Spiele, die ihr spielt, immer auf 144 Frames pro Sekunde begrenzen. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch Fragen oder Probleme zu dem Thema habt, dann zögert nicht, mir diese in den Kommentaren natürlich gerne zu stellen, und schaut euch vielleicht wirklich nochmal in der FPS Academy um, ob ihr ein paar hilfreiche Videos für euch findet. Ansonsten sage ich vielen Dank, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut und Servus.